Wie sieht ein Atom eigentlich aus? Ernest Rutherford hat es herausgefunden und ich erkläre euch, wie er das gemacht hat. Atome haben eine schon fast magische Anziehungskraft auf uns Naturwissenschaftler. Wir wollen unbedingt wissen, wie die kleinen Dinge aussehen, wie sie aufgebaut sind und woraus sie bestehen. Da sie aber so verflucht klein sind und wir sie nicht sehen können, gab es immer wieder neue Atommodelle, mit denen man versucht hat, die Atome zu beschreiben. Der hier zum Beispiel, das ist John Dalton, der hat Atome als winzige Kugeln beschrieben, die unveränderlich und unzerstörbar sind. Dann aber entdeckte man, dass Atome aus positiven und negativen elektrischen Ladungen bestehen. Solche Ladungen sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass meine Haare hier zu Berge stehen. Daltons Atommodell musste also nachgebessert werden, denn von Ladungen war in seinem Atommodell keine Rede. Dann gab es das Atommodell von Thomson, das ist der hier. Der hat gesagt, die Daltonschen Kugelatome bestehen aus einer positiven Masse und negativen Kügelchen, die darin eingebettet sind. Diese negativen Kügelchen nennt man auch Elektronen. Das Thomson-Atom sieht dann also so aus. Negative Rosinen, positive Masse drumherum. Und genauso heißt es auch das Rosinenkuchenmodell. Wichtig dabei, insgesamt ist dieses Thomson-Atom elektrisch neutral. Genau wie das Dalton-Atom. Positive und negative Ladungen heben sich nämlich gegenseitig auf. Warum das so ist? Na, kennt ihr ja vielleicht, ihr habt doch bestimmt Freunde, die immer positiv und mega gut drauf sind und dann welche, die eher negativ und schlecht drauf sind. Und wenn man die zusammenbringt, ist die Stimmung am Ende neutral. Aber sieht ein Atom wirklich so aus? Rutherford hatte so seine Zweifel und kam auf ein geniales Experiment, das Goldfolien-Experiment. Er nahm eine Art Maschinengewehr und ballerte damit auf Atome. Genauer gesagt auf eine ganz dünne Goldfolie, also sozusagen auf eine ganz dünne Atomschicht. Und natürlich waren seine Geschosse viel kleiner als diese Dinger hier. Also, was könnte passieren, wenn man eine sehr dünne Goldatomschicht mit sehr kleinen Geschossen beschießt? Okay, falls die Materie so aussah, wie Thomson das sagte, also Rosinenkuchenatome, dann gäbe es eine Möglichkeit. Alle Geschosse durchschlagen die Atomschicht und fliegen hinten aus der Goldfolie wieder raus. Aber etwas anderes passierte. Rutherford beobachtete Folgendes. Die meisten Geschosse flogen ungehindert durch seine Goldfolie hindurch. Aber ganz, ganz wenige, also ungefähr ein Geschoss von 10.000, wurden abgelenkt oder prallten zurück. Rutherford schloss daraus, so ein Atom ist nicht ein ausgedehnter Rosinenkuchen, sondern ein Atom besteht aus fast nichts mit einem stabilen, winzigen Kern. Deshalb fliegen fast alle Geschosse ungehindert durch die Goldfolie und nur ein paar wenige treffen den winzigen Kern und prallen an ihm ab. So hat Rutherford ein völlig neues Bild von den Atomen beschrieben und hat aus seiner Beobachtung ein neues Atommodell begründet. Und weil seine Geschosse positiv geladen waren, konnte er aus der Ablenkung auch noch bestimmen, dass dieser stabile Atomkern auch positiv geladen sein musste. Denn gleiche Ladungen stoßen sich ab. Da jetzt aber das ganze Atom elektrisch neutral ist, mussten die negativen Elektronen eine Art Hülle um den positiv geladenen Kern bilden. Irgendwo müssen die negativen Ladungen ja stecken. Rutherford hat also das Thomson-Modell mit dem Goldfolien-Experiment sozusagen abgedatet. Deswegen benutzen wir heutzutage das Thomson-Modell, also das Rosinenkuchen-Modell, nicht mehr. Aber wer mag schon Rosinenkuchen? Übrigens, die Geschosse, mit denen Rutherford auf die Goldfolie geballert hat, waren kleine Atomkerne. Über das Thema unterhalten wir uns aber mal beim Thema Radioaktivität. Fassen wir nochmal zusammen, wie das Rutherfordsche Atommodell aussieht. Erstens, Atome bestehen aus einem positiv geladenen Kern und einer negativ geladenen Hülle. Die Anzahl der positiven und negativen Ladungen ist gleich, sodass das Atom in der Summe neutral ist. Zweitens, der Atomkern ist sehr klein im Vergleich zum Rest des Atoms, etwa 10.000 Mal kleiner. Drittens, der Atomkern besitzt den Großteil der Masse des Atoms. Die Masse ist also nicht gleichmäßig verteilt, sondern ist in der Mitte des Atoms auf einen winzigen Punkt zentriert.
Dank diesem Modell wissen wir jetzt, dass Atome keine einfachen Kugeln sind und auch keine Rosinenkuchen sind, sondern einen Kern und eine Hülle haben. Das Rutherford-Modell ist das erste Atommodell, das auch heute noch Gültigkeit hat. Es ist natürlich noch weiter verfeinert worden, aber grundsätzlich hat sich nicht viel geändert. Heutzutage hat man für Atome auch noch kompliziertere Modelle, die der Wirklichkeit immer näher kommen, aber darüber reden wir ein andermal. Das war's erstmal zum Rutherfordschen Atommodell. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mohaha.